Zu einem guten Menü gehört ja auch immer noch der wunderbare süße Abschluss. Und ich gehöre ja zu den Leuten, die am liebsten alles sehr schön vorbereiten und hinterher wenig Arbeit haben, damit ich genügend Zeit für die Gäste habe und weil man ja auch schon das eine oder andere Gläschen trinkt. Diese Panna Cotta, die ich jetzt vorstelle, ist nämlich auch so ein wunderbar vorzubereitendes Rezept mit wenig Gelatine. Das habe ich gelernt von Camillo Greco, der schon seit ewigen Zeiten der beste italienische Koch Deutschlands ist, in Frankfurt bei einem Workshop. Er hat gesagt, bei Panna Cotta muss man darauf achten, dass man möglichst wenig Gelatine nimmt, damit das so richtig wabbelig ist. Dann schmeckt nämlich auch die Sahne gut. Ich habe jetzt halb Milch, halb Sahne, weil das mir sonst zu fett wird. Und eine Orangenreduktion mit winterlichen Gewürzen, Kardamom, Sternanis und solchen Sachen. Und das schmeckt einfach fantastisch und ist ein super Abschluss. So, als erstes tue ich mal meine Gelatineblätter ins Wasser, 7 Stück. Das stelle ich jetzt zur Seite. Und jetzt erwärme ich die Milch, halb Milch, 500 Milliliter und die andere Hälfte Sahne, weil ich finde, auch wenn es Panna Cotta heißt, wenn das nur aus Sahne ist, ist es einfach zu fett. Und dann tue ich gleich mal meine Tonkabohne da rein, anstatt Vanille. Das ist nämlich irgendwie, finde ich, ganz ein super Geschmack. Ist ja eine große Portion, deswegen kann ich da ein bisschen mehr reinmachen. So, das reicht aber. Und 8 Schippen Zucker. Die ist jetzt ziemlich warm. Also, ich kann auch meinen Finger reinhalten. Das ist jetzt hier genau richtig. Und jetzt kommt die tropfnasse Gelatine da rein. Ich habe das umgefüllt, die Flüssigkeit, damit ich sie besser hier reinkriege. Und jetzt gucke ich mal, wie viel es werden. Also, es werden 6 große. Wenn man jetzt ein großes Menü hat, da kann man auch kleinere Förmchen nehmen und dann kriegt man aus der Menge 8. Voilà. Jetzt muss es kalt gestellt werden und dann später gestürzt. Und dazu kommt dann eine schöne Orangenreduktion oder Früchte oder je nachdem, zu welcher Jahreszeit man das halt macht. So, und jetzt wird serviert. So ein bisschen wabbelig ist das jetzt. Und jetzt werde ich das stürzen. Voilà. Jetzt kommt noch die Orangenreduktion drauf und ein paar Blüten. So muss das wackeln.